Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Der Wipe steht quasi vor der Tür und das ist mal wieder der beste Zeitpunkt für ein Community-Fun-Turnier unseren Roast Games. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Am Samstag, den 6. Juli, soll es auch direkt losgehen. Wir starten um 10 Uhr und die Bestimmung des Gewinners ist für 18 Uhr geplant. Also bringt etwas Zeit mit. Aber vorab erkläre ich euch kurz, was denn die Roast Games sind und wie alles abläuft. Aber kurz noch eine Sache, da ich als relativ kleiner Streamer nicht die unendlichen Ressourcen habe und nicht die Massen an Teilnehmern stemmen kann, ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt und noch weitere 20 auf Warteliste. Falls dem einen oder anderen doch irgendwas dazwischen kommt, so könnt ihr dann noch nachrutschen. Bei den Roast Games werden jeweils 10 Spieler in einen Raid geschmissen mit vorgegebenen Loadouts und Maps. Ziel ist es, in jedem Raid so viele Punkte wie möglich zu machen, um am Ende des Tages mit den meisten Punkten als Sieger hervorzugehen. Aber gehen wir den Ablauf nochmal im Detail durch. Als allererstes werden 10 Leute pro Raid-Gruppe zusammengepackt. Danach wird durch das Glücksrad entschieden, welches Loadout gespielt wird. Jeder Spieler trägt auch exakt dasselbe Loadout, damit sind natürlich die Chancen, was alle angeht, fair. Die Loadouts findet ihr auf meinem Discord, baut sie also vorher schon mal nach und speichert euch diese dann direkt als Preset ab. Sind alle ausgestattet, wird die Map dann auch wieder per Glücksrad ausgelost, auf der alle dann ihren Turnier-Raid angehen werden. Dann wird eine Koop-Runde gestartet. Am Ende jedes Raids macht jeder einen Screenshot von seinen Kills im Endscreen und postet diesen mit seinem Namen im Discord unter dem Turnier-Ergebnis-Chat. Weitere Fragen könnt ihr gerne auf meinem Discord im dazugehörigen Turnier-Chat stellen. Kommt immer mal vor, dass irgendwas nicht richtig verstanden wurde. Einfach im Turnier-Chat reinschreiben, wenn irgendwas unklar ist, und dann wird euch da geholfen. Jetzt kommt natürlich die große Frage, wie kann ich mitmachen und was für Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mitmachen zu können? Also erstens, du solltest Discord haben und auf meinem Discord-Server registriert sein. Zweitens, du musst Zugang zum Koop-Mode in Tarkov haben, weil ohne ist es nicht möglich. Drittens, du musst dich über das Anmeldeformular in der Beschreibung unten anmelden. Viertens, du musst Zugang zum Fliehermarkt besitzen, um natürlich auch die Loadouts bauen zu können. Und fünftens, du bist die ganze Zeit am 6. Juli zwischen 9 und 18 Uhr verfügbar. Natürlich ziehen wir das nicht hart in einem Stück durch, wir haben im Endeffekt keinen Stress, es soll ein Fun-Turnier sein, deswegen werden wir natürlich auch zwischendurch eine Pause machen, dass ihr dementsprechend auch nochmal was essen könnt. Also macht euch da keine Sorgen. Kurz zur Erklärung, ab 9 Uhr könnt ihr euch schon langsam einfinden auf dem Discord, sodass dann auch im Hintergrund die ersten Gruppenbildungen passieren können, dass man zur Not noch Probleme regeln kann und damit wir dann wirklich um 10 Uhr relativ pünktlich starten können. Wie gesagt, wir haben an sich ja keinen Stress, aber dass wir uns doch grob an den Zeitplan halten, ist für den einen oder anderen, der das ein bisschen planen muss, vielleicht auch vorteilhafter. Der letzte Raid sollte im Optimalfall 17.30 Uhr gelaufen sein und so, dass wir die Siegerehrung dann um 18 Uhr machen können. Natürlich kann es bei so einem Turnier immer mal zu Verzögerungen kommen, also habt Verständnis, wenn zeitlich sich vielleicht das eine oder andere ein bisschen verschiebt. Natürlich nehme ich auch selbst am Turnier teil, streame das dann auch live auf Twitch und YouTube. Falls ihr also nicht mitmachen könnt und zuschauen wollt, schaut dann gerne auch rein. Ich bin dann live und wenn ich sterben sollte in den Raids, schauen wir natürlich bei den anderen Spielern mit rein, sodass ihr auch da immer in den kompletten Genuss kommt und auch seht, was die anderen so in den Raids treiben. Ja, meine Freunde, es ist nicht viel, was ihr braucht, um mitmachen zu können. Es soll in erster Linie einfach Spaß machen und uns ein wenig die Zeit bis zum Wipe überbrücken. Und auch wenn es nur ein Community-Fun-Turnier ist, möchte ich diesmal die Gewinner mit kleinen Preisen belohnen. Gewinnen könnt ihr hier für den ersten Platz ein Escape from Tarkov Mauspad, der zweite Platz kann sich über einen Physical Bitcoin freuen und der dritte Platz kriegt einen Schlüsselanhänger mit der Killermaske. Natürlich brauchen wir für das Ganze auch noch ein Regelwerk, das habe ich euch noch einmal schick aufgelistet, damit ihr da nachschauen könnt. Aber wir gehen auch mal die einzelnen Punkte nochmal kurz durch, damit ihr nochmal wisst, wie genau funktioniert das überhaupt und wie sammle ich denn die Punkte. Wir halten fest, das Loadout wird für jeden Raid live ausgelost, die Map wird auch für jeden Raid live ausgelost und jetzt kommen wir zur Punkteverteilung. Ein Scav-Kill bringt uns einen Punkt, Raider und Guards bringen uns 2 Punkte, PMCs 3 Punkte und Bosse 20 Punkte. Des Weiteren können wir noch extra Punkte abstauben, wenn wir den Raid lebend verlassen. Das gibt uns dann nämlich nochmal 5 Punkte. Also, ihr seht selbst hier, ihr könnt hier selbst entscheiden, wie sammelt ihr die Punkte. Auch jemand, der vielleicht nicht auf einen PMC trifft, kann trotzdem mit Scav-Kills, Raider-Kills, was auch immer, noch seine Punkte steigern. Und gerade wenn er es auch lebend rausschafft mit den 5 Punkten, dann vielleicht doch nochmal den Raid punktetechnisch zumindest für sich entscheiden. Natürlich sind die 20 Punkte für die Bosse auch sehr verlockend, aber ihr müsst auch dran denken, ihr habt nicht das Giga-Chat-Loadout, die wir hier spielen, sondern tatsächlich eher etwas schlechtere Loadouts, gerade auch ziemlich viel schlechte Munition. Und da müsst ihr euch wirklich überlegen, geht ihr den Boss an oder nicht. Und gerade das Risiko, wenn ihr es dann schafft, wird natürlich mit einem saftigen Vorsprung von 20 Punkten belohnt. Solltet ihr es aber nicht schaffen, geht ihr höchstwahrscheinlich leer aus, wenn ihr davor nicht vorher schon irgendwas gekillt habt. Ja, meine Freunde, damit habe ich eigentlich alles Wichtige erstmal gesagt. Meinetwegen kann es eigentlich auch schon direkt losgehen. Aber wie gesagt, am 6. Juli um 10 geht's los. Wie gesagt, findet euch eine Stunde vorher schon auf dem Discord ein
Und vor allen Dingen, wenn ihr mitmachen wollt, jetzt ganz wichtig, registriert euch so schnell wie möglich. Unten in der Beschreibung ist es verlinkt. Da einfach die Daten eingeben, die ich von euch brauche. Registriert euch also bitte zeitnah, damit ich natürlich am besten planen kann. Und vor allen Dingen, dass ihr auch noch einen Platz abkriegt, falls denn der Ansturm doch zu groß sein sollte. Und sollte euch nach der Anmeldung doch noch irgendwas dazwischen kommen, kontaktiert mich bitte. Schreibt auf Discord einen Hinweis, dass ihr doch nicht teilnehmen könnt, damit andere die Möglichkeit haben nachzurutschen. Ist alles gar kein Problem, kann alles vorkommen. Im Real Life ist es nun mal so. Von daher einfach bloß Bescheid geben, einmal im Discord am besten. Und dann wissen wir Bescheid, können umplanen und alles ist so schon gar kein Problem mehr. Mit diesen Worten, meine Freunde, verlasse ich euch mit voller Vorfreude auf die Roast Games am 6. Juli. Ich habe irre Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr noch Fragen haben solltet, einmal im Discord abchecken, nachfragen, was auch immer. Ich freue mich, wie gesagt, riesig drauf. Macht gerne mit. Lasst uns Spaß haben den Tag. Und jetzt, meine Freunde, wünsche ich euch noch den wundervollsten aller Tage. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.